Vor 10.000 Fans empfängt am 28. Spieltag der THW Kiel den HC Erlangen. Kiel noch nie mussten sie einen Punkt gegen Erlangen abgeben. Das soll so bleiben. Aber die Gäste in den schwarzen Trikots legen richtig gut los. Erwischen einen starken Start. Olsson mit dem Treffer. Und auch im Anschluss läuft es im Offensivspiel der Gäste. 3-1 Tim Zechel mit diesem Tor. Zuletzt gab es die Pleite gegen Gummersbach. Da scheiterten sie an den technischen Fehlern. 18 hatten sie an der Zahl. Vorn sind sie jetzt effizient und hinten haben sie einen gut aufgelegten Clement Verlin. Auch er war gegen Gummersbach schon stark, hatte 16 Paraden anzubieten. Und auch in dieser Partie entscheidet er das Torhüter-Duell für sich, wenn auch Bellasen hier Sieger ist im Duell mit Bissell. Dann diese Aktion, Heini mit dem nächsten Tor für die Gäste. Es gibt noch zusätzlich die 2-Minuten-Strafe gegen Överby. Insgesamt in Durchgang Nummer 1 Erlangen, Bock stark. Immer wieder kommen sie in solch gefährliche Wurfsituationen. Sie bauen die Führung aus, alle reiben sich in der Wunderino Arena die Augen. Darmke, er verkürzt mit seinem Tor, 11:15. Doch am Ende, weil Erlangen eine bockstarke Wurfeffizienz an den Tag legt, führen sie zur Pause mit 16:12. Das ist das letzte Tor des ersten Durchgangs von Simon Jeppson. Hendrik Pekela beim THW Kiel zurück. Die letzten zwei Spiele musste er ja zuschauen aufgrund einer Zehenverletzung. Und Kiel startet die Aufholjagd in Durchgang Nummer 2. Johansson mit diesem Treffer 14:16. In den ersten 30 Minuten die Wurfeffizienz der Zebras nur bei 50%. Sie legen zu, aber auch Heini hält dagegen im Trikot von Erlangen das 19:17. Dann Winzek mit der Chance auf den Ausgleichstreffer, aber Verlin hält dennoch. In der Folge schafft es Kiel, die Partie zu drehen und an sich zu reißen. Angetrieben von den 10.000 Zuschauern in der Halle. Heini mit 5 Toren, der beste von Erlangen. Und in der Schlussphase sind es einmal mehr die technischen Fehler. Es sind zu viele, so schafft es Kiel, nicht nur die Partie zu drehen, sondern sich eben auch abzusetzen. Erich war das mit dem Treffer. Und dann legt Bilek noch nach, 28:24. Ein besonderes Tor gibt es dann noch, weil Ben Silagi seine ersten Bundesliga-Minuten erhält und prompt auch seinen ersten Treffer bejubeln darf, der 17-Jährige. Am Ende gewinnt der THW Kiel gegen Erlangen mit 31:26. Es ist ein Erfolg der Kategorie Arbeitssieg. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein